Schlittle, bis der Arzt kommt. Für 10'000 Schlittler hat allein letztes Jahr der wilde Ritt auf der Holzrakete beim Doktor geendet. Trotzdem boomt der Wintersport. Damit Ihr Schlittelplausch nicht im Krankenbett endet, da die wichtigsten 3 Sicherheitsregeln. Schlittle soll Spass machen und damit es auch Spass macht, soll es auch sicher sein. Dabei ist es wichtig, dass man 3 Sachen beachten. Das eine ist die Ausrüstung. Da gehören Schuhe dazu mit gutem Profil. Dann ein Helm, damit man, wenn man einen Unfall hat, dass es dann auch nicht wehtut. Und das dritte ist Brille für eine gute, klare Sicht. Damit Schlitteln ein sicheres Vergnügen ist, ist es wichtig, dass man bremsen kann. In der Bremstechnik ist es wichtig, dass man die Füße auf beiden Seiten von der Kurve an den Boden stellen, dass man einen rechten Winkel hat. Und wenn es nicht so länger, kann man den Schlitten aufziehen, damit man die Kurve an den Boden drücken kann. Der dritte Punkt beim Schlitteln, der wichtig ist, ist das Verhalten. Da ist es ganz wichtig, dass die Piste immer frei ist. Das heisst, wenn man eine kleine Kollision gehabt hat, dass man die Piste sofort verlässt und auf die Seite geht. Oder wenn man die Piste darauf laufen will, dass man das am Rand macht. Wenn man diese 3 Punkte beachten beim Schlitteln, dann hat man sicher einen unfallfreien Winter. Technik, Ausrüstung und Verhalten. Wir wünschen eine gute Fahrt und einen unfallfreien Winter. Ade.